Heute ist der Tag aller Tage gekommen. Wir werden von den roten Soldaten Bescheid wissen, welches das allererste Spiel sein wird, was wir spielen werden. Ich hoffe, wir werden zusammen alles schaffen. Ich bin total aufgeregt, ich will gewinnen. 20 Millionen Euro? Was soll ich mir damit kaufen? Vielleicht mal ein Gehirn. Hey, Sentino, sag das noch einmal. Hey, stopp, beruhigt euch. Wir haben keine Zeit zum Streiten. Wir müssen herausfinden, was das erste Spiel wird. Und, oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und, Freunde, das hier ist der dritte Teil von der Squid Game Serie auf jeden Fall. Und wir wurden ja hierhin entführt. Ihr wisst es auf jeden Fall alle Bescheid. Und uns wurde von den Soldaten gesagt, dass die uns bald rufen werden zum allerersten Spiel. Und wenn wir alle 6 Spiele überlebt haben, dann gewinnen wir das Preisgeld von 20 Millionen Euro. Das gehört alles mir. Nein, ich werde das gewinnen. Ha, was ist denn mit euch da oben los? Hey, das erste Spiel geht los. Hast du verstanden? Ja, Boss, ich bin total aufgeregt. Wieso aufgeregt? Wir werden auf jeden Fall gewinnen und uns die 20 Millionen Euro mitnehmen. Okay, Boss, wenn du das sagst. Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall, dass wir uns hier in dieser kleinen Gruppe auf jeden Fall vertrauen können. Und wir müssen wirklich aufpassen, mit wem wir uns da draußen anlegen. Es gibt wirklich viele, viele Verräter, die uns nur Schlechtes wollen. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir uns vertrauen. Und warte mal, hört ihr das auch? Ich glaube, sie kommen. Ja, das ist der Ton der Soldaten. Oh, ich schaff das nicht. Keine Zeit zu zweifeln. Wir werden das auf jeden Fall schaffen als Team. Los geht es. Lass uns das erste Spiel rocken. Sie sind da. Kommt. Lass uns in eine Reihe aufstellen. Liebe Teilnehmer, wie nun angekündigt, kommen wir nun zum allerersten Spiel. Der Name dieses Spiels lautet Rotes Licht, Grünes Licht. Rotes Licht, Grünes Licht? Davon habe ich schon mal gehört, Senti. Oh, Rotes Licht, Grünes Licht. Oh, ich hasse das Spiel. Ich war da so gut drin als Kind. Ich werde euch alle abziehen. Habt nur die Regeln im Kopf. Wenn ihr diese befolgt, wird alles erfolgreich funktionieren. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Doch ich warne euch, solltet ihr die Regel nicht befolgen, werdet ihr, wie angekündigt, disqualifiziert. Was meinen die mit disqualifiziert? Dann hat man halt verloren, Vitamino. Nur einer kann das Preisgeld gewinnen von 20 Millionen Euro. Alter, wie sabbert mir denn den Nacken? Wir bitten euch nun, uns zu folgen. Wir werden euch zum allerersten Spiel begleiten. Da sind wir angekommen. Sentine, Vitamine, Sentino und ich und 45 andere Dorfbewohner sind auf dem Spielfeld vom ersten Spiel Rotes Licht, Grünes Licht angekommen. Was passiert hier? Was ist da hinten? Willkommen zum ersten Spiel Rotes Licht, Grünes Licht. Wenn ich sage rotes Licht, grünes Licht, dürft ihr euch bewegen. Danach müsst ihr alle stehen bleiben. Wer es nicht schaffen sollte, wird disqualifiziert. Okay, es kann losgehen. Ich hab verstanden. Ich hab total Angst. Haha, ein Kinderspiel für mich. Och, ich hoffe, ich werde es überleben. Ich mach euch alle fertig, ihr Loser. Rotes Licht, grünes Licht. Los geht es, kommt. Renn, Senti. Stopp, nicht bewegen. Oh, ich bleib schon stehen. Was passiert jetzt? Meine Nase, ich hab einen Popel da drin. Ich halt's nicht mehr aus, ich muss auf die Toilette. Das tat gut. Juhu, ich hab's geschafft. Oh, mein Bauch. Und was bleibt denn alles stehen? Spieler 47 disqualifiziert. Hahaha, was ein Idiot. Hey, Bob, alles klar bei dir? Warte mal, was passiert hier? Der wurde umgeschossen. Er wurde getötet. Ah, rette sich, wer kann. Was passiert hier? Die Leute, die alle werden umgeschossen, die sich bewegen. Ich will hier weg. Nein, stopp.
Ich kenne das Spiel. Ihr dürft euch auf keinen Fall bewegen oder die Puppe wird euch auch töten. Ich bewege mich ja nicht, Sentino Kleiner. Ich darf mich nicht bewegen. Guck auch nicht zu mir, aber... Oh Gott, du darfst dich auch auf keinen Fall bewegen. Hast du verstanden, Kleiner? Überall liegen Leute auf dem Boden. Oh mein Gott, worauf haben wir uns nur hier eingelassen? Was geht denn bitte hier ab? So viele unschuldige Leute wurden schon beim ersten Spiel erledigt. Ich wiederhole die Regel nochmal. Wenn ich sage rotes Licht, grünes Licht, dürft ihr euch bewegen. Danach müsst ihr stehen bleiben oder ihr werdet disqualifiziert. Oh, ich hasse das Spiel. Keiner hat uns gesagt, dass wir getötet werden. Rotes Licht, grünes Licht. Los geht es, los. Komm, meine Familie. Wartet auf mich. Haha, tschüss, ihr Loser! Ich spuck auf meinen Kopf! Ich muss meinen Kopf kratzen! Nein, Sentino, es ist der Noob. Hör bitte auf damit! Wie hat der Idiot es überhaupt so weit geschafft, Sentino? Du darfst dich nicht bewegen oder du wirst erschossen. Sentino, ich helfe dir. Lauf gleich hinter mir. Hinter mir kann die Puppe dich nicht erkennen. Oh, danke schön, Alex. Danke, Alex. Wir bereiten schon auf das nächste Kommando vor. Emily, bist auch noch am Start. Ja, ich bin hinter euch. Alles gut bei mir. Boah, sieht die Puppe hübsch aus. Hey, Vitamine, hör auf, die Puppe anzugucken, ey. Die ist total gefährlich, ey. Rotes Licht, grünes Licht. Und los. Weiter geht es. Komm schon, Freunde. Und wir haben es geschafft. Let's go. Juhu. Ich bin auch da, Papa. Sehr gut gemacht. Aber wartet mal, eine Person fehlt doch. Mama. Ah, ich bin hingefallen. Hilf mir. Sentine! Bleib liegen, ich beschütze dich, dass die Puppe dich nicht erkennt! Dankeschön! Los, rennt übers Ziel! Oh, Sentine, die Puppe kennt dich hier nicht! Warte mal, was passiert dort drüben? Emily hat Sentine gerettet! Rotes Licht, grünes Licht! Los, Sentine! Oh, schnell, wir haben's gleich geschafft! Die letzten Meter und juhu, wir haben's auch! Nein, bitte nicht schießen! Oh. Spieler 27 disqualifiziert. Sentine, warte mal, du hast es überlebt und Emily, du hast sie gerettet. Kein Problem, das ist doch selbstverständlich. Nein, Emily, ohne dich wäre ich tot. Oh ja, das war wirklich Rettung in allerletzter Sekunde. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Oh mein Gott, was war denn da los? Das Wichtigste ist, unsere Familie hat es auf jeden Fall überlebt. Das allererste Spiel, rotes Licht, grünes Licht. Warte mal, was machst du denn hier, Mr. Noob? Wie hast du es denn noch geschafft? Was macht der denn hier noch? Doch 22 Spieler sind beim ersten Spiel ausgeschieden. Und nur 23 von uns kommen in die nächste Runde und haben es überlebt. Junge, war das ein krasses Spiel. Ich weiß nicht, auf was wir uns da eingelassen haben. Anscheinend geht es bei diesem Spiel wirklich um Leben und Tod. Und man wird nicht nur disqualifiziert, sondern erledigt. So viele Spieler sind schon beim allerersten Spiel gestorben. Und wir sind jetzt nur noch 23 Leute. Und natürlich Vitamine, Sentine, ich und der kleine Sentino auch noch. Und wenn das Spiel 1 war, will ich gar nicht wissen, was das zweite Spiel sein wird. Ich bin auf jeden Fall ready. Oh ja, Vitamine, ich auch. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Schaut unbedingt bei Vitamine vorbei, das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss, Freunde.